Willkommen zurück bei Pokémon Gold, die Nuzlocke. Mittagsleister. Ja, ich bin immer noch da. Ich bin. Na gut, okay, das ist jetzt, glaube ich, gerade die dritte oder vierte Folge mal wieder. Dritte. Ja, gut, dann bin ich noch die nächsten zwei Folgen vermutlich da, dann werde ich mich erstmal wieder verschreien. Nein, er möchte jetzt blind durch die Höhle. Ich hab's nicht mehr so ganz im Kopf. Ich hoffe, die Höhle hat sich nicht großartig verändert. Und da ist das Pokémon, von dem ich immer wieder vergesse, dass es schon seit der zweiten Power-Generation gibt. Weil ich bin in Panzerärrer, wenn ich zum ersten Mal in der dritten Generation begegnet, oben da beim Asche, beim Berg, ich weiß gar nicht mehr genau, wie der heißt. Falls ihr wisst, was ich meine. Falls nicht, könnt ihr euch das dann sagen, beziehungsweise ihr werdet das dann sehen, wenn wir die dritte Generation spielen. Und kurz nach dem Kampf sieht man auch kurz den Weg, oder? Wenn ich das nicht getäuscht habe. Loading-Fehler. Das werden wir dann auch ausnutzen. Ich kann den Weg rückwärts kriege ich ihn hin. Ich glaube, ich bin nämlich in die falsche Richtung gelaufen. Ja. Also, ich. Normal laufe ich diesen Weg nicht in dieser Richtung. Ich glaube, rechts von dir war eine Treppe. Okay, soweit so gut. Da muss ich mich jetzt hier rechts halten, weil rechts sollte ich jetzt durch den Weg kommen. Hörst du eigentlich, wenn du gegen eine Wand fährst? Ja, ich glaube schon. Ja, weil da ich ja keine Sounds habe, kann ich dir das leider nicht sagen. Ich könnte dir Sounds machen, aber das wäre kontraproduktiv. Vermutlich. Jo. Okay, ja, da ging es gerade durch. Okay. Das verarscht mich. Das könnte jetzt eine Weile dauern, bis wir da durch sind. Da unten, ich habe da unten eben irgendwas Rotes gesehen. Ja, aber da konnte ich nicht lang. War das auch noch ein Pokémon? Ich glaube ja. Und was macht ein Visedior hier in der Höhle? Weiß nicht. Ich warte darauf, dass ihm im Licht aufgeht. Ich weiß es nicht. Wir haben kein Pokémon im Blitz dabei, oder? Nope. Ich bin gerade unsicher, wo wir gelandet sind. Das ist das Problem. Ah, so. Dann beschleunige ich jetzt mal ein bisschen drüber, weil ich habe echt keine Ahnung, wo wir gerade sind. Ja, vielleicht solltest du nicht beschleunigen, weil dann siehst du noch, warte mal. Ich versuche dich mal da ein bisschen durchzunavigieren. Wo sind wir? Lavandia Höhle? Das war, glaube ich, der richtige Weg, den ich jetzt... Nee, jetzt bin ich wieder hier. Wie heißt denn die Höhle gerade nochmal? Dunkelhöhle. Okay. Ah, Pokémon. Bist du sicher, dass es nicht der Felstunnel ist? Könnte auch der Felstunnel sein. Ja, warte mal. Finden wir es raus. Okay, scheine richtig zu sein. Also bist du auf dem richtigen Weg, oder was? Ich glaube ja, aber hier ist irgendwo... Ich glaube, ich habe mich irgendwo verkeilt. Ja, ich werd dir gleich helfen, dich da ein bisschen durchzunavigieren. Eventuell. Rückwärts okay. Kann ich, das ist nicht das Problem. Da sind die zwei Pokémon. So, in welchem Geschoss sind wir gerade? Oder wo? Ich glaube, ich bin gleich draußen. Achso, dann. Hast du auch die Pokébälle mitgenommen? Ne, die habe ich nicht mitgenommen. Die habe ich nicht gefunden. Hab einen. Dazu. Okay, dann habe ich keine Ahnung, wo ich gerade bin. Aber ich werde es dir gleich sagen, einen Moment. Kleinen Moment, wir gucken erstmal, das war TM26, oder? Ja. Konfusion, das ist sogar gar nicht mal so schlecht. Im Gegensatz zu dem Zeug, was wir sonst bekommen. So, warte, beweg dich dabei jetzt nicht weg, sonst kann ich dich schlecht durchbringen. So, wir sind hier, wir sind direkt vorm Eingang. Also fahr mal gerade nach unten, weil wenn du da irgendwie runterkommst, weil dann müssten wir wieder zum Eingang kommen. Das geht nicht. Und ich bezweifle auch, dass wir hier direkt vor dem Eingang stehen. Weil hier ist eine Felswand. Ja, kommt drauf an. Der Weg nach unten ist halt nicht direkt da. Sonst. Ich hab mich irgendwie festgekeilt. Das ist das Problem, wenn man gerade keinen zweiten Bildschirm zur Hand hat. So, eventuell
Da sind wir draußen. Mist. Also doch nichts mitnehmen. Wäre vielleicht doch eine Alternative. Ja. Hinzu kriege ich es hin, weil als Kind... Ich habe den Blitz... Ich wusste als Kind nicht, wo ich Blitz bekomme und bin die Höhle dann im Dunkeln durchgelatscht und irgendwann konnte ich sie auswendig. So, okay. Jetzt muss ich die Box gleich wieder wechseln. Oder nee, ich kann ja auch Pokémon bewegen machen, das geht ja auch. So. Wen lassen wir denn hier? Eigentlich kann Schlumpf hier gerade mal warten. Ach so, ja, ist ja voll. Ach ja. So, wer könnte denn Blitz beherrschen? Weiß nicht, ich nehm... Nein, nicht du. Oder? Doch, du warst weiß nicht. Okay. Gucken wir mal, ob weiß nicht das kann. Haben wir überhaupt Blitz? Mal so gefragt. War das nicht eine VM? Ja. Und da haben wir es. So, gucken wir mal. Blitz, ja, weiß nicht kann Blitz erlernen. Nicht Blitz kann weiß nicht erlernen. So. Braucht keine Grimasse. Und kann Blitz. Perfekt. Und einmal durchrushen. Achso, ich sollte vielleicht auch Dings verschieben. Ja, wollte ich dir auch gerade noch sagen. So, kann Dalton hier wieder machen. Dann muss ich dich ja nicht durchnavigieren, dann macht's ja gar keinen Spaß. Ich kann auch im Dunkeln durchlaufen, aber ich meine, ich wäre gar nicht mal so schlecht gewesen. Ich bin bloß irgendwo falsch abgebogen. Ja, es ist nicht so schwer, aber na gut. So, dann gucken wir mal, wo ich falsch lang gelaufen bin. Also hier war es schon mal richtig, aber ich glaube, hier bin ich... Ja, und da bist du erstmal hoch. Und da war der Pokéball drauf. Und links, ich weiß nicht, ob links jetzt noch irgendwas war. Ja, ein Meisterball. Geht doch. Der liegt... Ja, hier bin ich durchgekommen. Dann bin ich hier runter. Das habe ich mir sogar richtig gemerkt, dass ich hier durch musste. Dann bin ich da rechts auf die Treppe gefahren. So, und warte mal kurz. Irgendwo gab es da, glaube ich, noch Pokébälle. Ich weiß nicht, ob du die schon einkassiert hast. Ich habe bisher nur den einen. Jetzt sind wir wieder oben und dann müsstest du auch gleich rauskommen, oder? Ja. Ja, erstmal mal eine Treppe. Ja, hier hätte ich im Dunkeln wahrscheinlich nicht ganz durchgefunden, weil der Gang zu eng war. Aber jetzt sind wir fast draußen. Ja. So. Ja, noch das mitnehmen. Beere. Danke. Cool, dass du deinen Nachnamen einblendest, ne? Ja, immer wieder gerne. Wollte ich ja bloß mal drauf hinweisen. Solltest du vielleicht bei Gelegenheit deinen Namen ändern? Ja, das habe ich mir auch schon überlegt. Ich benenne mich um in Peter. Na, der Weg hat sich klein ein bisschen verändert und hier hat sich auch noch einiges verändert. Was ist denn eben passiert? Inwiefern, was ist eben passiert? Es sah für mich eben so aus, als ob wir kurz ein Stück zurückgeleckt wären. Das habe ich jetzt nicht gemeint. Wenn du das Gebäude verlässt, kannst du das Dach eines großen Hauses sehen. Das ist das Kraftwerk. Ein tolles Haus. Da wird man auch gerne wohnen, oder? Ja, ich wohne da. Niedrig wird das Kraftwerk. Such einen starken Pokémon-Trainer. Er braucht Hilfe bei der Suche nach einem gestohlenen Gegenstand. Kein Problem. Ein Pokémon-Center neben einem Tunnel. Das ist sehr praktisch. Finde ich auch. Ja, jetzt kann ich ja weiß nicht wieder ablegen. Sagen wir jetzt gerade mal so. Geht ein bisschen schneller. Und Pokémon mitnehmen. Schlumpf. Zack, alles geklärt. Achso, ja, halt für die AP. Und dann einmal rundherum surfen. Richtig. Und eventuell ein Pokémon fangen. Das können wir ja hier machen im Wasser. So, da kommt auch schon eins. Das ist ein großes. Nidoran weiblich. Wärst du doch mal ins Gras gegangen. Darf ich's töten? Bitte. Ich will das nicht mitnehmen. Ganz ehrlich, ich brauche keinen Hamster. Hamster Energy. Now on sale. Es gab auch so unheimlich viel Erfahrung. Und wetten, jetzt begegnen wir wieder Mewtwo. Wer weiß. Ja, gucken mal. Was kommt jetzt? Kangama. Schade, das hätte ich gerne gefangen. Ja, das ist so typisch.
Das erste Pokémon, das man findet, ist immer kacke. Meistens. Nicht immer. Wir haben ja schon ein Rechner. Ich bin jetzt auch mal gespannt, was du mit dem Randomizer gemacht hast, weil es könnte durchaus sein, dass wir jetzt Zapdos begegnen, oder? Ja. Kraftwerk Kanto. Ja, wir haben ja im Notfall zwei Meisterbälle. Das ist wahr. Du ignorierst mich, hey. Ein Dieb ist in das Kraftwerk eingebrochen. Das geht aber gar nicht hier. Was geschieht nur mit dieser Welt? Also mal ehrlich. Ja? Ey, ich war noch nicht fertig zu reden. Ja? Komm wieder zurück. Ja? Das Kraftwerk wurde vor langer Zeit stillgelegt. Wir haben es wieder in Betrieb genommen und versorgen den Magnetzug mit Energie. Ich dachte, das Kraftwerk ist gerade außer Betrieb, Leute. Verwirrt mich nicht. Ein wichtiges Teil des Generators wurde von dem Dieb entwendet. Ohne dieses Teil funktioniert der neue Generator nicht. Das ist sehr, sehr schade. So, wer bist du? Der Magnetzug verbraucht viel Energie. Ohne den neuen Generator fährt er nicht. Soll ich vielleicht auch wieder einen übernehmen? Nein, das muss er nicht machen. Wir waren einfach nur Drillinge, alle mit der gleichen Stimme. Dann los. Der Direktor des Kraftwerks sitzt da vorne. Seit jemand den Generator demolierte, ist er traurig und wütend. Zu leidig. So sieht's mal aus. So, bist du hier der Chef? Ja. Ich werde ihm bloß nicht verzeihen, ja. Wir wollen ja nicht jetzt gleich brutal werden, aber wer wagt es denn bitte, meinen neuen Generator, ja, der ist jetzt ganz neu, habe ich gesagt, zu demolieren. Ich habe so lange daran gearbeitet. Also mal ehrlich, es geht voll nicht. Wenn ich den erwische, ja, dann lernt er meine Blitzkanone kennen. Ja, meine Blitzkanone und so. Verstehst du? Ja, ja. Gleich mit der Shotgun auf den los. Und es gibt hier übrigens kein Zapdos. Ja, das habe ich auch festgestellt. Das wurde ja auch schon in Pokémon Blau gefangen von uns. Tja, so wie dazu. Ich habe eine Nachricht aus Azuria City. Eine zwielichtige Figur treibt sich dort in der Umgebung herum. Kann ich mit deiner Unterstützung rechnen? Der kennt uns nicht mal. Das ist super. Kommt ein Gast, der gar nicht damit rechnet, dass du dich drum kümmerst. Kann ich da hinfliegen? Wenn du da schon mal warst. Ich glaube, nein. Wo hat er gesagt? Azurien? Ja. Willst du nicht mal gucken, was am Gras ist? Nur um uns deprimiert zu machen? Mal gucken. Was kommt? Nix. Gras ist leer. Doch. Eins ist hier. So, was wäre denn hier gewesen? Das Tja. Hätte ich eh nicht mitgenommen. Ah, bloß nicht, ne? Nee, mal gucken, vielleicht kannst du ja. Gut, die Tür ist kein Rambo. Nein. Das ist bei mir unten durch, das Vieh. So, ich würde sagen, dann guckst du auch nochmal schön, was oben im Gras ist. Und dann dürfte auch so ziemlich unsere Zeit demnächst rum sein. Deine Zeit ist um. So, bisschen beschleunigen und hier. Okay, dann gucke ich halt noch das Gras an. So. Wer sitzt denn hier im Gras? Das hätte ich gern gehabt. Du hättest es aber erstmal trainieren müssen. Ich habe ja nicht gesagt, ich hätte es gern im Team gehabt. Ich sage nur, ich hätte es gern gehabt. Es ist irgendwie dumm gemacht, dass hier die Pokémon so schwach sind. Ah ja, es ist halt Kanto. Was erwartest du? Hier muss auch mal ein Trainer erst anfangen, bitte. Der fängt nicht bei Level 50 an. Sollte er aber besser. Ist unsere Zeit vorbei? Noch nicht ganz so gut, den Kampf schaffen wir noch. Okay. Kleine, komm her. Ich mach dich fertig. Ich geb dir gleich, du machst dich fertig? Warst du schon beim Picknick? Warst du da schon mal? Das macht großen Spaß. Ja, tut es. Hast du zufällig in den letzten Minuten LSD genommen, ohne dass ich's gemerkt habe oder Speed oder sowas? Ich weiß nicht. Vielleicht haben die mir was ins Picknickessen gemacht. Ich habe keine Ahnung. Oh, ich habe Vorbildluft. Ich glaube, das sollte man lieber sehen, damit ich nicht mal ganz so hyperaktiv bin. Ja. Oh. Egal, was du genommen hast. Ich möchte nichts davon.
Siehst du, mein Pummel hat eine verdammte Verteidigung. Ist gut, Strumpel, ist gut. Komm wieder runter. Ich bin weiblich. Ist mir egal. Ich hab's doch nicht so komisch lieb. Stor Dragon hier. Ich hab Dragon hier. Jetzt ist vorbei. Jetzt hat's nein, das überlebt das. Das lebt das. Ja, ist ich gut jetzt, Mann. Ich bin hyperaktiv. Ziemlich überaktiv. Ah, mein Dragon ist tot. Okay, jetzt bin ich nicht mehr überaktiv. Okay, jetzt aber wieder, weil ich verloren habe. Hey, ja. Das ist ja voll, ich heiße vollständig überlegen. Oh. So, fertig. Keine hyperaktiven Leute mehr. Ich glaube, wir kommen dann. Kommen wir überhaupt wieder hoch? Natürlich kommen wir hier links wieder hoch. So. Nicht rechts. So, Part vorbei? Ich denke. Ich guck mal lieber. Ja doch. Lasst uns jetzt Kommentar da, einen Daumen nach oben. Und ich sage tschüss und bis zum nächsten Mal, wenn es dann weitergeht. Mit Pokémon Gold, der Nuzlocke und der Käfer sich irgendwann mal beruhigt hat. Bis dann, euer.